Ich habe so viele Indie-Spiele gekauft in der Zeit und jetzt machen sie einen Sale. Moment, das ist dieselbe. Was zur Hölle? Was ist das denn? Meine Lieben, willkommen hier heute zu dem neuen Vlog. Ich bin beim letzten Mal, haben einige geschrieben, es heißt Vlog, nicht Pflock. Ja, ich weiß, aber die Jungs vom NES-Kommando haben irgendwann angefangen zu sagen Pflock und ich fand das so witzig. Ich habe gerade mal wieder festgestellt, ich habe gerade Feierabend, hatte eine schöne Schicht hinter mir. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, morgen habe ich frei. Und ich werde wahrscheinlich nachher streamen mit und dann hören wir halt richtig schön Techno-Party, Techno-Lieder von früher. Habe ich Bock drauf heute. Und dann geht es morgen zum Handball. Da freue ich mich natürlich auch sehr, sehr drauf. Und ich habe gerade mal wieder festgestellt, dass ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch von Wärme, Hitze und so. Aber es gibt halt da auch wieder sehr große Unterschiede, merke ich jetzt gerade. Ich sitze zum Beispiel jetzt in meinem Auto und es ist sehr sonnig draußen. Das heißt, dieses Auto hat sich sehr aufgeheizt. Und ich habe mich in dieses Auto reingesetzt und ich empfand das als sehr angenehm, weil es eine sehr, sehr angenehme Wärme ist, weil die Luft trotzdem sehr angenehm ist. Was ich auf den Tod nicht ab kann, das ist diese warme Heizungsluft. Wenn man die Heizung anmacht, dann ergibt sich so eine so unglaublich eklige Luft, da kriege ich immer Kopfschmerzen. Ich hasse es, mir das Auto im Auto die Heizung anzumachen. Da denke ich, da muss ich sofort irgendwann das Fenster wieder aufmachen oder sowas. Aber jetzt so diese Wärme, die sich so angesammelt hat, auch wenn ich so in die Sonne gucke, das ist tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Wärme, muss ich gerade mal feststellen. Von daher, ja, da gibt es große Unterschiede. So, ich werde jetzt nach Hause und dann melde ich mich. Haare ab, was richtig schön heute, ey. Ich bin auch gerade einfach direkt spontan zum Friseur und jetzt gehe ich einfach, ich habe jetzt Bock spazieren zu gehen. Das ist halt echt schönes Wetter und genau wie beim letzten Mal, die Sonne ist gut für die Seele, es tut richtig gut. Es ist windig, aber egal, es ist trotzdem schön und warm. Ich gehe ein bisschen spazieren. Hi meine Lieben, ich ziehe mir gerade die Nintendo Indie Show rein, nachträglich. Ich bin heute mit enormen Kopfschmerzen aufgewacht und deshalb wollte ich vorher nicht streamen. Ich hoffe, die Tabletten wirken jetzt bald, denn ich habe eigentlich irre Bock auf Training heute. Ich habe so selten Kopfschmerzen, ne? Aber oh Alter, ich habe richtig Poch-Kopfschmerzen heute, voll kacke. Ich habe trotzdem gute Laune, mal gucken, was die Indie-Show jetzt bringt, ne? Uiuiui, los geht's mit Cuphead! Moment, das sind neue Bosse. Ne, den Boss kenne ich schon. Ist das jetzt Cuphead Switch oder neuer Cuphead? Nintendo Switch, sehr geil. Ich wollte sagen, die Bosse kannte ich schon. Ja, ja, doch, die Bosse kannte ich schon. Okay, sehr geil. Gut, dass ich gewartet habe. Nice, schön hier Cuphead auf der Switch. Dieses Spiel ist der absolute Hammer. Yeah, ich freue mich, dass das endlich auf der Switch ist. Als Retail hoffentlich. Hoffentlich als Retail. Okay, dieses Spiel mit den Hunden, was jetzt gerade vorgestellt wird, das ist die Synchronsprecherin aus Life is Strange. Und das gefällt mir schon mal richtig gut. Ganz interessante Spiele bisher vorgestellt, aber ich gucke halt auch nicht gerade sehr interessiert zu. Aber das mit der Synchronsprecherin gefällt mir schon mal gerade, das fällt mir sehr positiv auf. Das Taxispiel sah interessant aus. Mal gucken, wie es weitergeht. Oh nein, der Bär bringt die Hunde. Okay, ich glaube, dieses Spiel interessiert mich sehr. Es heißt The Red Lantern. Die Hunde. Ja, cool, Mann. Blaster Master Zero 2. Richtig geil. Und vor allem eben auch wieder sehr viele interessante Spiele. Bisher eine gute Indie-Show. Doch, gefällt mir bisher auf jeden Fall. Vor allem, da gab es ein kleines Ultra-Bug zum Butterspiel. Das kommt erst Ende des Jahres. Das Gameplay sah interessant aus, aber vor allem die Muck im Hintergrund. Hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt hier gerade Blaster Master Zero 2. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ja, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab mir die ganzen Monate so viel Indie-Spiele gekauft und jetzt machen die einen Ausverkauf. Was für Bastarde. Sehr, sehr geil übrigens. Huch, ist das laut. Crypt of the Necrodancer, okay. Habe ich auch nur Sachen bisher davon gehört.
Das sieht aus wie bei Zelda, ey. Das sieht aus wie bei Minish Cap. Dingsbums, Blaster Master Zero, heute schon draußen, das werde ich mir direkt downloaden. Ich habe so viele Indie-Spiele gekauft in der Zeit und jetzt machen sie einen Sale. Moment, das ist die Zelda. Was zur Hölle? Was ist das denn? Zelda! Was ist das denn jetzt bitte? Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Was zur Hölle ist das denn? Oha. Oha. Also, okay. Ich muss erstmal jetzt googeln. Ich muss erstmal gucken, was das überhaupt ist. Aber, Moment. Moment. Starte Netflix. So, ich wollte euch noch kurz zeigen, womit ich heute hauptsächlich den Tag verbracht habe, und zwar damit. Shigatsu wa Kimi no Uso. Ihr seht, ich bin jetzt gerade in der 7. Folge der 1. Staffel. Ich habe diesen Anime einfach zufällig gerade entdeckt, als ich heute auf der Couch lag. Wir kennen, wenn man so Kopfschmerzen hat, ich bin halt vom Bett direkt auf die Couch, habe ich Matrix 3 mir nochmal angeguckt, wollte eigentlich dazu nochmal schlafen. Aber hat nicht ganz geklappt. Ich fand den Film halt wieder mal cool. Ich mag die Matrix-Filme ja alle tatsächlich. Und dann habe ich so geguckt, was gibt's denn noch so. Und bin einfach auf diesen Anime gestoßen. Und habe einfach mir die erste Folge mal angeguckt. Und er gefällt mir. Es ist halt absolut kein Shonen. Es geht halt um diesen Jungen, der halt eigentlich ein Klaviertalent ist und kein Klavier mehr spielen kann. Weil er die Noten nicht mehr hört. Und dann lernt er halt dieses Mädchen kennen, was aber mit seinem besten Freund zusammen ist und sowas. Und es ist ein sehr interessant, der Anime. Der ist halt jetzt nicht so nur Liebeskram, der ist halt aber auch nicht nur Musik, der hat halt eine ganz besondere Stimmung. Ich mag die deutsche Synchro sehr, sehr gerne. Und übrigens etwas, was ich mal wieder festgestellt habe, und jetzt müssen sich die Anime-Fans festhalten, ich mag es nicht, Animes mit Untertiteln zu gucken. Also dubbed. Ich mag es nicht. Ich kann es nicht ab. Ich kann jetzt zum Beispiel kein Dragon Ball Super gucken, weil es gibt ja Seiten wie Crunchyroll, wo man das bezahlen kann, die Animes zu gucken. Hätte ich kein Problem mit, aber der deutsche, also Dragon Ball Super ist da gegeoblockt. Ich kann kein Dragon Ball Super gucken. Und ich könnte es, ich habe eine Seite gefunden, da kann man das auf Japanisch gucken mit deutschen Untertiteln. Ich kann es nicht ab. Tut mir leid. Ich möchte gerne gucken. Ich möchte mir die Hintergründe angucken, die Gesichter, irgendwas. Ich möchte mir halt angucken, was ich da sehe und nicht die ganze Zeit nur den Text lesen. Ich mag auch Filme nicht mit Untertiteln. Ich hasse Untertitel. Ich mag das nicht. Du liest dann doch nur. Du bist doch nur am Lesen. Du kriegst doch gar nicht mit, was passiert. Und das kann ich persönlich halt absolut nicht ab. Und deshalb gucke ich jetzt Dragon Ball Super gerade nicht weiter. Und war halt froh, dass hier eine deutsche, es kann auch englische Sprachausgabe sein. Ist mir egal. Hauptsache nicht japanisch mit Untertiteln. Deshalb gucke ich halt auch so gerne, so ungerne japanisch. Es gibt Animes, da geht das. Bei Dragon Ball geht das gerade noch so, weil da ist auch viel Action. Aber so ein Anime wie den hier, wo halt hauptsächlich Dialoge stattfinden, dann bist du ja nur am Lesen und das gefällt mir halt überhaupt nicht. Und, was ich mal aufhöre, könnt ihr gut schlucken? Und bevor jetzt die Frauen denken, was fragt der mich denn da jetzt gerade? Ist aber eine sehr private Frage. Könnt ihr gut Pillen schlucken? Ich habe das Gefühl, ich werde darin schlechter. Ich habe ja vorhin eine Schmerztablette genommen. Und ich stelle mich in letzter Zeit immer so an, wenn ich irgendwie eine Pille schlucken muss. Das hatte ich eigentlich nie. Sonst war immer rein in den Mund, Wasser und fertig. Und in letzter Zeit kriege ich dabei fast immer das Würgen. Weiß ich, warum verändert sich sowas bei einem Menschen? Egal, könnt ihr gut schlucken? So. Ich hoffe, ich habe noch 2 Stunden Zeit, dass die Kopfschmerzen abklingen, denn ich habe echt irre Bock auf Handballtraining. Und ja, dann sehen wir uns später nochmal. So, Alter, es ist ja mittlerweile ein richtiges Labyrinth, hier zur Sporthalle zu kommen, weil in Naumburg so viele Straßen in der Innenstadt verbaut sind. So, die sind hier fröhlich am Fußballspielen, da werde ich ein bisschen neidisch. Das fehlt mir ja nach wie vor noch sehr. Aber egal, ab zum Handball. Die Tablette hat sehr, sehr gut geholfen. Ich spüre nichts mehr von den Kopfschmerzen, bin da sehr froh drüber. Der Anime ist tatsächlich echt ganz cool. Gefällt mir, ich werde die 1. Staffel komplett zu Ende gucken. Und ich bin jetzt gerade, falls jemand den Anime tatsächlich kennt, er hatte jetzt gerade den Klavierwettbewerb und hatte gerade seinen Auftritt, aber ich habe die Reaktion noch nicht mitbekommen.
So, ab zum Handball. Ich freue mich. Schönes Training jetzt. Und dann schön ins Bett. Morgen Frühschicht. Morgen wird eine anstrengende Frühschicht. Wir müssen wieder viel Spiegelpläne umsetzen, wieder viel neu einmachen. Aber ich denke, das wird trotzdem eine gute Frühschicht. Aber ich melde mich dann gleich nochmal, ne? Yeah, richtig geiles Training gehabt heute. Ich habe gerade noch, wir haben nur 1,5 Stunden Fußball gespielt. Ich habe jetzt noch eine Viertelstunde, naja, wir haben nicht ganz 1,5. Wir haben gerade noch ein bisschen Basketball gegeneinander gespielt, das Loser-Spiel. Und ich habe gerade noch eine Viertelstunde Wurftraining gemacht. Bin dementsprechend jetzt kaputt, aber gut kaputt. Ne? Ich bin super zufrieden mit mir. Sehr viel mehr Kondition schon gehabt. Ich konnte heute richtig gut Fußball spielen die ganze Zeit. Habe nur zwischendurch klar mal Luft geholt. Ich bin ja noch nicht jetzt hier super dürr oder so, aber es ist viel, viel besser schon. Und auch eben gerade beim Wurftraining. Ich habe ziemlich gut getroffen, auch mit schönen Wumms immer, auch wirklich 5-mal hintereinander, direkt oben rechts in den Winkel, dann einmal rüber, direkt oben links in den Winkel. Bin sehr, sehr zufrieden mit mir. Macht richtig Spaß. Jetzt geht's gleich nach Hause, da es aber schon recht spät ist und ich ja morgen Frühschicht habe, mache ich den Vlog dann erst entweder Donnerstag ganz spät abends fertig oder halt zu Freitag, ne? Da ich ja eigentlich Donnerstag morgen zum Fitness will, wird das wahrscheinlich auch wieder recht spät. Aber seht ihr dann ja, wenn das Video da ist. Ach ja, ist euch ja zum Glück egal, ob das Video jetzt Donnerstag oder Freitag kommt, ne? Also meine Lieben, ich werde jetzt nach Hause. Ich hatte heute einen super schönen Tag, auch wenn der Anfang komisch war. Ich gucke jetzt noch eine Folge von dem Anime zum Runterkommen und dann sehen wir uns morgen nach der Schicht, ne? Ciao. Doch noch mal eine Sache, was mir mal so aufgefallen ist, was geändert werden muss in meinem Mindset. Diese Gemütlichkeit, diese Bequemlichkeit. Ich hatte jetzt super Bock auf Sport, das ist nicht das Problem gewesen. Aber dass es mir immer noch so schwer fällt, mich zum Fitness zu motivieren. Und vor allem, ich bin gerade mit dem Auto zum Handball gefahren. Und es ist nicht regnerisch, es ist noch nicht mal arschkalt. Ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Ich bin ins Auto gestiegen und zum Handball gefahren und habe mich sogar noch geärgert, wie dumm der Verkehr ist, weil hier halt in Laumburg gerade, wie gesagt, umgebaut wird. Warum bin ich nicht mit dem Fahrrad gefahren? Ich meine, ja, mein Fahrrad hat gerade kaum Luft drauf. Das wäre nervig gewesen, aber muss ich trotzdem tun. Oder zu Fuß. Auch zu Fuß ist das kein weiter Weg. Warum fahre ich mit dem Auto? Wie gesagt, habe nicht drüber nachgedacht, aber das muss halt wieder umgestellt werden, dass es für mich selbstverständlich ist, das Auto stehen zu lassen und hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß herzufahren. Das muss noch wieder umgestellt werden. Diese gemütlichen Gewohnheiten, das muss wieder weg. Ach ja. Grüße an die Kölner, die sich gerade beömmelt haben vor Lachen, als ich in der Sprachnachricht fast live verreckt wäre. Und ich war kurz davor. Jetzt kommt der auch wieder der schwere Teil des Abends. Normalerweise nach dem Handball komme ich nach Hause, habe voll Hunger und mache mir noch so 2-3 Brote. Heute nicht. Heute nicht. Leute, ich bin so im Arsch. Ich bin so kaputt. Alter Falter. Ich gehe heute nirgendwo mehr hin. Es ist jetzt 16.15 Uhr. Um 4.40 Uhr aufgestanden. Alter, ich bin so platt. Es war so anstrengend heute. Ich hab's euch schon gesagt. Es war zwar schön, wir haben viel geschafft, aber Spiegelpläne umsetzen und dann auch noch gleich Fleisch, Tico und alles hin und her geräumt, alles neu. Alter, es war so anstrengend. Da musste ich auch noch die Bestellung vorziehen, weil die Spätschicht da noch nicht so fit drin ist. Ja, und jetzt hat sich's ein bisschen gezogen. Und ich gehe heute nirgendwo mehr hin. Ich mache diesen Vlog jetzt noch für euch fertig. Ich werde mich jetzt nämlich an den PC lümmeln und dann wahrscheinlich auf die Couch und den Anime weitergucken. Und dann mal gucken, was noch. Ja, das war so mein Anfang der Woche. Ich muss jetzt noch 2 Tage arbeiten und dann habe ich Urlaub. Oh, richtig schade. Gestern war ja diese Indie-Show, habe ich euch ja erinnert. Es ist so schade, dass ich nicht gestreamt habe, weil da hätte ich ja immer gerufen, Zelda! Zelda! Und diesmal hätte es ja sogar gestimmt am Ende. Und da hätte ich aber doof geguckt, ne? Zelda! Und ach ja, irgendwie waren es trotzdem super witzige Tage. Immer witzige Tage. Ja, aber ich bin so froh, dass Handball gestern geklappt hat. Das war echt ein schönes Training. Ich fühle mich richtig gut und ich habe auf jeden Fall schon abgenommen. Das merkt man einfach am Körper. Wenn auch nicht besonders viel, weil ich ja noch in der ersten Phase bin. Aber die zweite Phase wird jetzt so langsam eingeläutet. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock. Ja, also morgen wird nochmal eine schöne Schicht, glaube ich. Dann Samstag bestimmt auch und dann habe ich Urlaub 2 Wochen lang. Also dementsprechend, ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Anfang der Woche und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wie meins dann war, erfahrt ihr dann ja wie immer am Sonntag. Also ciao!